Hallo liebe Taktikfreunde, Thema in diesem Video ist der Spielaufbau aus der 4-4-2-Formation gegen einen Gegner, der in einem 4-2-3-1 gegen uns spielt. Zum Grundaufbau, wir haben unsere zwei Innenverteidiger, wir haben unsere Außenverteidiger, die hier die Breite nutzen, ungefähr auf der Höhe der gegnerischen Flügelspieler. Wir haben unsere Flügelspieler, die auf der Höhe der gegnerischen Außenverteidiger agieren. Und wir haben einen Stürmer, der bewusst etwas im Abseits steht, sodass wir hier nochmal die Abwehrkette auch in der Tiefe binden. Wir haben unsere zwei zentralen Mittelfeldspieler, die leicht versetzt hier im Zentrum stehen und nicht schon die Halbräume zustellen. Der Gegner ist folgendermaßen aufgebaut. Wir können erkennen, Gegner gegen mit einer Spitze, aber dafür mit einem kompakten 5er Mittelfeld und einer 4er Abwehrkette. Der Vorteil für uns hier ist jetzt, dass wir im Spielaufbau mit unseren zwei Innenverteidigern nur noch einen unmittelbaren Gegenspieler vor uns haben. Das heißt, wir können mit einem Querpass relativ einfach und schnell diesen Stürmer ausspielen und haben jetzt die Möglichkeit, in diese Halbräume reinzukommen. Wichtig dabei ist, dass unsere Außenverteidiger hier leicht im Rücken der gegnerischen Flügelspieler bleiben, sodass wir hier auch nochmal unsere Flügelspieler binden und nicht schon hier reinkommen, sodass auch wieder der Druck wieder höher wird, indem dann die gegnerischen Spieler halt nochmal die Außenverteidiger folgen. Das heißt, wir bleiben hier oben, weil wir auch bewusst dann auch eine Möglichkeit haben, dass wenn wir jetzt hier im Rücken des Gegners stehen und der Innenverteidiger nach außen spielt, er schon in dem Sinne mit der Ballmitnahme im Rücken des Gegners ist und der Gegner sich eigentlich noch umdrehen kann und nachlaufen kann. Wenn wir jetzt hier stehen würden und wir unseren Außenverteidiger anspielen, hat der Gegner viel bessere Möglichkeiten zu antizipieren. Er sieht den Ball, er sieht den Gegenspieler, kann dann halt auch sofort wieder hier rankommen und Gegnerdruck ausüben. Unsere Passmöglichkeiten sind jetzt natürlich abhängig vom gegnerischen Verhalten. Wenn jetzt der Gegner auf einen kurzen Pass spekuliert und die Abwehrkette auf dieser Höhe bleiben wird, dann haben wir die Möglichkeit, jetzt mit einem guten Diagonalball, scharfen Diagonalball hier rein in den Rücken der Abwehr zu kommen. Und dass wir dann hier die Möglichkeiten haben, torgefährlich zu werden. Spekuliert die Abwehrkette mit der Nähe, die wir jetzt haben zum Mittelfeldblock, auf einen langen Ball. Logischerweise würde sich natürlich auch die Abwehrkette fallen lassen, wenn sie merken, der Spieler läuft jetzt langsam in die gefährliche Zone rein. Es ist kein wirklicher Druck da. Das heißt, die Abwehrkette lässt sich fallen. Und auch ein bisschen die Mittelfeldspieler. So haben wir natürlich dann die Möglichkeit, wieder hier Räume zu finden. Wir können jetzt zum einen unseren Stürmer hier anspielen, der sich hier anbietet. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass wir sagen, wir wollen unsere Linie nur einfach besetzt haben, je nach Trainerphilosophie, dass sich unser rechter Flügelspieler hier in die Tiefe, in die Zentrale anbietet, dass wir ihn hier auch nochmal anspielen können. Dadurch schaffen wir natürlich Platz für unseren Außenverteidiger auch wieder. Vor allem hat der Gegner Zuordnungsprobleme, wenn unser Flügelspieler ins Zentrum kommt. Dann kommt der Außenverteidiger mit, der gegnerische Außenverteidiger, haben wir natürlich wieder extrem viel Platz für unseren Außenverteidiger. Der Innenverteidiger wird höchstwahrscheinlich nicht rauskommen. Dann würden wir hier auch wieder Möglichkeiten haben, wieder eine Art Überzahl vielleicht oder ich sage dann Gleichzahl, aber wenn der hier nochmal mitkommt, haben wir auch wieder eine Überzahl hier, ein 3 gegen 2. Das heißt, es ist immer wieder etwas schwierig für den Gegner dann, Zuordnungsprobleme. Das heißt, gut für uns, dass er sich hier anbietet im Zentrum, eventuell auch aufdrehen kann und dann die Spielfortsetzung fortsetzen kann. Natürlich haben wir auch Möglichkeiten, unsere Sechser im Zentrum noch anzuspielen, immer abhängig vom Gegnerverhalten, wie sie sich verschieben, wie sie pressen, viele verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte jetzt nur einige erwähnen. Wichtig ist natürlich, dass unser Innenverteidiger hier auch technisch gut ausgebildet ist und nicht zu viel Risiko eingeht. Das heißt, wenn wir hier in diese Halbräume reindribbeln, dass wir hier bewusst reindribbeln und auch dann frühzeitig lieber den sicheren Pass suchen, weil wenn wir hier einmal den Ball schlecht kontrollieren, aus technischen Mängeln oder auch vielleicht der Platz nicht so gut ist, kommen wir natürlich relativ schnell ein Konter rein, haben dann hier eigentlich kaum noch eine Absicherung, noch unser einer Innenverteidiger hier, aber dann spielen wir hier mit 2-3 gegen einen. Das ist natürlich sehr risikohaft. Das heißt, von daher lieber die Halbräume anlaufen, das ist wichtig, andribbeln und dann versuchen, die nächste Möglichkeit zu finden, unsere Mitspieler anzuspielen. Das war es soweit zum Thema Spielaufbau aus der 4-4-2-Formation gegen einen 4-2-3-1 agierenden Gegner. Ich hoffe, es waren ein paar gute Informationen dabei. Ich würde mich über ein Like freuen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es schon getan habt. Würde ich mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.